Endlich ist es soweit, seit heute, dem 18. April, gibt es endlich den Dukes of Death in GTA Online. Das müsste eigentlich jeder von euch kennen, außer Einzelspieler, zumindest die normale Version von dem Auto, aber ich denke auch die Version hat jeder von euch schon mal gesehen. Ich habe mir schon länger mal gewünscht, dass es das Auto in GTA Online gibt, und zwar für jeden vor allem. Hier ist es schon mal. 665.000. Der Preis geht eigentlich in Ordnung, finde ich, für das Auto. Weil das ist ja eine gepanzerte Version und alles. Ihr wisst Bescheid. Und yo. Hier fährt der Turbo vorne drauf. Der ist schon standardgemäß dran. Den könnt ihr auch nicht ändern, leider. Das ist so ein Ding, was ich jetzt ein bisschen... ja, benachteilige, sage ich jetzt mal. Und hier halt so Kotflügel und das Zeug. Und Spoiler könnt ihr halt jetzt leider nicht drauf machen. Ihr könnt eigentlich nur in der Leistung Zeug optimieren und so. Aber ist ja auch scheißegal, die Karre ist geil an sich. Ja, kaufen muss ich jetzt nicht. Die habe ich schon gekauft. Und ja, das Auto ist für die Leute, die auf der Old Gen oder beziehungsweise auf den Konsolen gezockt haben und dann auf den PC rübergestiegen sind. Für diejenigen ist das Auto kostenlos. Und was ich halt jetzt schade finde, ist, dass der normale Dukes, weil den finde ich eigentlich trotzdem fast noch geiler als den hier, weil der sich halt besser anhört, der normale, ja, dass der halt jetzt für mich zum Beispiel gar nicht in Frage kommt hier im Online-Modus, weil ich eben kein Konsolenspieler war. Und deswegen kann ich mir den gar nicht kaufen, den gibt's gar nicht für mich. Aber naja, ist ja egal, ich bin jetzt froh, dass es den gibt und jetzt zeige ich euch den mal. Hier haben wir den. Nein, Spaß, natürlich, hier ist der. Geile Karre auf jeden Fall. Optisch sehr geil. Gelungen auf jeden Fall. Ja. Dann hocken wir uns da mal rein. Mal, gehen wir mal in die Außenansicht. Ja, dann gehen wir mal raus. Und wir sind uns gleich bei der Werkstatt wieder. So, wir sind gleich da. Erstmal gegen die Wand rasen. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, ihr könnt hier... ja gut, jetzt ist leider Nacht. Tag mal nicht. Aber hier seht ihr schon die Fernlichter. Wenn ihr das anmacht, dann gehen oben auch die Scheinwerfer an auf dem Dach. Dafür werden die vorne dran halt nicht heller, aber so, ihr seht schon, das leuchtet sogar noch am Tag. Und das ist echt heftig. Und wenn ihr die Lichter ausmacht, ihr seht schon selber. Fährt sich. Oder, ja. Es wird einfach zugemacht, das Licht. Geil, wie mir hier keine Wörter einfallen, aber naja. Ihr wisst ja, was ich meine. So, was haben wir dann hier zum Auftunen? Panzerung ganz normal. Ich habe jetzt auch noch nicht alles aufgetunt, weil ich noch auf den Rank-Up warte, damit ich mir gleich das nächste höhere kaufen kann. Hier habe ich aufgebessert, weil das noch zu lang dauern wird. Ja, Scheinwerfer. Habe ich ganz normal die Xenon-Scheinwerfer, sorry. Voll verpeilt mal wieder. Ja. Was ich jetzt gerne noch machen würde, ist das so, aber Chrom habe ich ja noch nicht, wie ihr seht. Weil das finde ich trotzdem eigentlich am besten. Das sieht noch ziemlich geil aus, finde ich. Yo! Matt, schwarz würde ich lassen. Als Primärfarbe. Federung habe ich jetzt keine reingemacht, weil das irgendwie nicht so mein Fall ist. Renngetriebe, damit schneller wird. Und Turbo natürlich. Reifen habe ich Geländereifen reingemacht. Für den Grip. Ach ne, Quatsch, sind ja gar keine Geländereifen. Sorry, das sind... Muscle Car Reifen. Genau. Ich laber eine Scheiße heute wieder, das glaubst du nicht, du. Yo, und ihr seht schon, das was ich vorhin auch schon erwähnt habe, hier Kotflügel und so, ist hier leider nicht der Fall. Und Spoiler, und hier vorne der Turbo drauf und so, das hätte ich mir hier gern noch gewünscht. Aber naja, ich bin froh, dass man die Karre überhaupt auftunen kann, obwohl man es ja bei Vostok kauft. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Auto und bin auch sehr froh, dass es die mittlerweile jetzt auch gibt. Für mich. Jo, ihr hört schon den Sound. Ja, der ist eigentlich schon heftig.
Aber vom normalen finde ich ihn jetzt trotzdem geiler. Das ist halt wieder so eine persönliche Sache, aber naja. Aushalten tut der jetzt, glaube ich. Wisst ihr was? Das könnten wir gleich mal ausprobieren. Ob der was aushält. Ach, was? Ja, irgendwie war das Fail. Ich weiß auch nicht, wieso ich das jetzt gemacht habe, oder ja. Ja. ich sag's mal so. Ich habe vorhin gelesen, dass der bis zu 2 Explosionen aushält. Aber das kann sein, weil ich noch keine Panzerung und sowas gekauft habe, dass der eben nichts aushält bei mir. Ja. Ist ja auch egal, ob der jetzt 2 Explosionen aushält oder nicht. Ist trotzdem eine geile Karre. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder auch eine Bewertung da lasst. Und ja. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß oder das Video war irgendwie hilfreich für euch, dass ihr das Auto jetzt mal sehen konntet. Ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag Servus.